Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon Story Cyberstoos Hackers Memories Randomizer Nuzlocke Challenge Run. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Progress gemacht, sind ins nächste Kapitel eingegangen und erneut und mal zu Mirai gehen, weil die sollte jetzt tatsächlich etwas Interessantes für uns haben. Was hat sie denn für uns? Gemeinschaftsbereich in Eden. Ja, dann gehen wir doch mal in den Gemeinschaftsbereich in Eden. So, hier dann angekommen. Können wir mit den beiden quatschen? Ansonsten nichts mehr? Ja, okay, gut. Und dann gehen wir mal in den Dialog. Es geht um Bankkonten-ID, es geht um Virus. Da scheint offenbar irgendwas mit Bankkonten nicht vernünftig zu stimmen. Sehr mysteriös. Dafür brauchen wir einen Hacker und seine entsprechenden Partner, Digimon. So, und wir bekommen eine neue Quest, und zwar von dem Dude mit den Maschinendramon. Sandmann macht Ärger in Eden. Und ja, dann werden wir mit ihm sprechen. Oh, was hast du denn? Ja, es geht jetzt grundsätzlich halt um die ganze Sache mit den Hackern und wie sie halt zueinander stehen. Und hier wird gesagt, Kanulu unter Kanulu Ebene 1. Und das ist dann tatsächlich, glaube ich, sogar die einzige, die jetzt sagt, konkret sagt, ja, hey, geh mal da hin. Und was machen wir denn da? Ja, werden wir mal die Spur aufnehmen und ihr folgen. Währenddessen der riesige Düsenantrieb, oder eigentlich sind es ja eigentlich hier die Kanonen von Chaos-Drama. Die da so ein bisschen im Bild waren. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, und da haben wir ein paar Hacker. Die können wir ja gleich mal fragen, was los ist. Hey, Dude. Ja, dann bekommen wir jetzt nämlich die URL vom Server, wo der Sandmann ist. Und, wir gehen gleich zum Eingang geportet. Oh, das ist ja hier. Das ist so nett. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Und vor allen Dingen, was gibt's denn auch für neue Digimon? Gomamon. Level Rookie. Meerestier-Digimon. Typus Serum. Attacke: marschierende Fische. Okay, also so neu sind die Digimon jetzt auch nicht. Also da bin ich jetzt etwas unterwältigt, um ehrlich zu sein. Ah, das ist gleich ein... Ah, okay, das ist ein Machtkampf. Und das wäre halt wirklich cool, wenn man ein Digimon spielt, wo so ziemlich alles drin ist, was in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Ein Phantomon. Phantomon. Level Ultra. Geist-Digimon. Typus Virus. Attacke Schattenschere. Passt ja, hab gerade die Folge Thomas Albtraum in Digimon Data Squad geguckt und da taucht nämlich ein Metallphantomon auf. Gut, dann machen wir mal weiter. Gehen wir hier einfach schön rein. Fünfer. Und mit Fail gehen wir auch direkt Zeit bei Zeit, weil man kann natürlich halt die ersten nehmen, nur dann geben wir halt den Gegner halt einen unglaublich großen Vorteil, indem er die anderen Sachen besetzen kann. Das können wir nämlich jetzt direkt machen. Das ist nämlich sehr, sehr angenehm. Kendo Garuomon. Level Hybrid. Androiden-Digimon. Typus Neutral. Attacke Rasender Stern. Dorugremon. Level Ultra. Tierisches Drachen-Digimon. Typus Datei. Attacke Metallmeteor. Metall Greymon. Level Ultra. Androiden-Digimon. Typus Serum. Attacke Gigaschlag. Kendo Garurumon. Doru Greymon und Metall Greymon. Okay, Metall Greymon ist gar nicht mal so special, aber Kendo Garurumon und Dorumon. Also Doru Greymon. Ja, sie halten schon mal ein bisschen mal was aus, das ist schon mal viel wert. Aber wir können sie ja trotzdem
tweeten. Weil wir haben halt immer noch Mega-Level-Digimon und sie halt nicht. Dass du nicht die steuern kannst, weil die ihr seht, das sind eigentlich komplett andere Digimon. Und ehrlich zu sein, so ein paar davon sind schon interessant. Und damit haben wir übrigens gewonnen. Das stört mich halt. Das stört mich halt. Außerdem haben wir einen Hakurumon auf 100 bekommen. Auf dieser Ebene. Von daher. Wir können es einen Hakurumon mitnehmen. Ich werde es, glaube ich, auch einfach mitnehmen gleich. Ah ja, stimmt. Das ist ja so ein Radikaler. Aber vergesse ich immer wieder. Na gut, bei dem Maschinendramon ist das eventuell gar nicht so abwegig. Und damit haben wir die Aufgabe erledigt. Und können das Ganze abschließen. Wir bekommen dann sogar noch einen Speicher ab. Was wir ja nicht unbedingt brauchen, um ehrlich zu sein. Und wir haben einen Auftrag, nämlich halt von der Highschool. Vom IT-Leiter. Der uns so sagt, hey, du, hilf uns mal. Wir haben da ein Problem beim Programmierwettbewerb. Ja, wir sind natürlich ein unglaublich netter Mensch, der sagt, hey, wir gehen da mal hin. Gucken mal, was da los ist. Bekämpfen Digimon. Ist, glaube ich, von der gleichen Schule, wo dieser Club da. Dieser Geistclub da ist. Genau, die müssen da quasi halt Firewalls knacken. Ich finde es halt tatsächlich schade, dass es halt wenig von dem ganzen Eden-Zeug gezeigt wird. Also wenn man schon die Prämisse nimmt, sondern quasi alles komplett auf die Digimon halt abwälzt, innerhalb. Gut, ist es ein Digimon-Spiel, I know, aber wäre halt schon mal schön gewesen, so ein bisschen Worldbuilding zu haben, weil so ist es eigentlich nur eine Prämisse und dementsprechend behandle ich das Spiel auch so. Es ist einfach nur eine Prämisse, um halt ein Digimon-Spiel zu haben. Mensch, ein Dominanzkampf! Wer hätte das denn kommen sehen? Ja. Die haben jetzt auch nicht sonderlich interessante Digimon dabei. Die haben tatsächlich kein einziges neues Digimon dabei. Von daher, ich werde das mal eben kurz überspringen. Und damit haben wir dann auch schon den Dominanzkampf gewonnen. Also, ja, gegen Rookie und Champion Level Digimon anzutreten, die wir schon alle schon kennen, ist halt, naja, muss man nicht machen. Ja, die bedanken uns jetzt dafür. Ja, hey, danke, dass du uns geholfen hast. Aber da ist jetzt was ganz, ganz Doofes passiert. Schönling hat irgendwas, nicht nach Plan läuft. Oh shit, here we go again. Und da sind wir jetzt nämlich mit unseren drei. Wir sind nämlich wieder auf demselben Server und die Dudes haben offenbar nicht genug und möchten da nochmal ein bisschen Stunk machen. So viel zum Dominanzkampf. Das war ja ein sehr krasser Dominanzkampf. Also, ich habe jetzt gerade keinen gesamten Dominanzkampf rausgestellt. Nur mehr, wirklich nicht. Ich habe nur den einen zu Beginn der Mission hat jetzt mehr oder weniger etwas gekürzt. Ja, das ist. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Und wir bekommen ein weiteres Level up. Und wir werden angerufen vom großen Bruder. Ja, wir sollen uns in Erikas Zimmer einfinden. Ja, die haben eine Anfrage, hey, wir möchten halt den Demons in den Hintern treten. Und wir sollen da jetzt unterstützend fungieren. Ja, was wir hier machen und warum diese Person da hinten so ein offenbar Problem mit ihren Händen hat, das werden wir da dann in der nächsten Folge sehen. Von Digimon Story, Cyber Sleuth, Hackers Memories, Randomizer, Nuzlocke Challenge Run. Tschüss.